Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 von Resident Evil 8 VR. Wenn ihr gerade dieses Video seht, haben wir schon die Folge aufgenommen. Ihr könnt sehen, wie verschwitzt ich bin. Komplett einfach geduscht gerade. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Daumen da lassen, wenn ihr Bock habt auf die nächste Folge. Vielleicht schafft ihr die 10.000 Likes. Abonniert auch den gerne den Kanal. Kommt auf Twitch vorbei, dort zeige ich das Ganze mal live. Dort könnt ihr es zuerst sehen. Chat ist auch am Start und viel Spaß mit der heutigen Folge. Let's go. Chat, was schätzt ihr denn, wie groß ich bin? Also, der Schrank ist 1,70 Meter. Aha, 1,80! Ja, danke schön, Chad, danke. Meine Damen und Herren, man muss ein Fight and a Ride and a Do-A-Ride and a Fight. Ey, ey! Eine Nachbar klingelt Eierleck. Und die ist noch voll für Wick verschwitzt. Gesundheitshinweis: Einige Personen erfahren möglicherweise Schwindelanfälle. Halt die Fresse! Einzige, was ich drehe, ist mein Roundhouse-Kick. Oh mein Gott, Digga, das ist wieder so krank, Leute. Ich schwöre es euch. Das ist der Yarak-Simulator. Hallo, was geht ab? Alter, Bruder, das ist wie im Knast. Ohne Scheiß, es ist so geil, Alter. Oh mein Gott, das sind meine Hände wieder. Ist das krass, könnt ihr das auch sehen? Oh mein Gott. Es ist nicht real, es ist die Matrix. Oh mein Gott, Alter, was ist denn das hier? Wo bin ich denn, Alter? Wo bin ich? Seht ihr schon, wie ich schwitze? Es hat noch nicht mal angefangen. Wie stellt man ein, dass ich nicht mehr so meine Waffen nachladen muss? Wie geht das? Ich will einfach nur schießen. Der soll automatisch nachladen, weil ich krieg das nicht hin mit meiner, aber mit das geht nicht. Okay, Mann, kann mir jemand helfen? Nachbar, bitte, zieh mal ein Headset an, bitte. Wie? Hey! Die Hose, bitte. Wohin denn? Mach die Tür zu, bitte, mach die Tür zu. Nimm, bitte, nimm diese scheiße Türe, bitte, nimm. Er greift nicht zu, bitte. Nein, greif. Schieb das doch, bitte, Mann. Ja. Ich muss hier raus. Lass mich raus. Meine Ferse, Mann! Ah, meine scheiß Couch! Ah! Digga, man will wirklich, es ist so dumm. Ich wollte gerade einfach diese Türe auftreten aus Reflex. Ich komme gegen Decke hier, Alter. Alter, ich kann sogar hier zwischen gucken. Wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben hier? Okay. Hört ihr diese Geräusche? Oh mein Gott. Aber habe ich denn Waffen? Irgendwas? Ich habe kein Leben. Nimm einen Schluck. Schluck. Wie kann ich das nehmen? Schluck das. Erstmal, aber ey, das ist gerade, ey, das letzte Mal hat mir wenigstens das Tutorial, jetzt bin ich mittendrin. Ey, wo ist meine Waffe? Nein. Okay. Oh mein Gott, Digga, das ist so krank. Ich schwöre, das ist das Krankste überhaupt, Digga, ich schwöre es dir. Digga, ich dachte, war gerade was hier. Ja, wahrscheinlich gehe ich da rein, ey. Ey, nein, das ist gerade scheiße. Was ist denn überhaupt die Aufgabe? Ich höre noch irgendwelche Monster hier die ganze Zeit. Was ist das denn? Das sind Jack Daniels! Schneewittchen, beiß in den Apfel rein! Schrei nicht so laut um Hilfe. Stimmt. Habe ich wieder um Hilfe geschrien, Chat? Was ist das? Bitte nicht! Oh mein Gott! Guck da oben! Nein, ich kenne diese Stelle. Warte. Nein.
Was soll ich tun? Shit! Shit! Ich ignoriere den, denn da können wir nicht lang. Wir gehen da, oder wir müssen die Treppe hoch durch die Türe. Bleib da oben, wo du bist. Ich gehe hier lang. Oh nein. Bleib da, du Hundesohn! Bleib! Wieso treffst du mich? Wieso treffe ich dich nicht, Mann? Ja! Verdammt. Wie lange ist das? Was muss ich tun? Mach da, du Hundesohn, bitte! Den Angriff überlebt! Was für ein Angriff! Nein! Das ist nein, ich kann das nicht mehr, bitte, lieber Gott! Hilfe, bitte, Hilfe! Hilfe! Die sind direkt vor mir! Ich schwör's dir, ich kann das nicht mehr! Hilfe, geht alle weg! Wo sind die? Oh mein Gott, der ist so schnell, bitte geh rein! Wo bin ich hier? Mach hier irgendwas zu! Nein, links, rechts! Da hinten, nein! Es gibt kein Ende! Hilfe! Digga, ich bin im Loch! Oh mein Gott, der... Sandsäcke! Tut diese... Nein! Milze, duck dich, Hundesohn! Ich bin hier raus! Ich kann nicht raus! Doch! Oh mein Gott, das ist so krass! Nein! Die werfen mich! Das ist mein Ende! Geh auf! Nein! Weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott, die Kommando mit ganzer Mannschaft! Reise nach Jerusalem! Oh mein Gott! Ich kann das nicht! Das ist mein Ende. Warte mal. Siehst du, was da? Nein! Bitte schieß auf den Weg! Oh mein Gott, Hilfe! Hilfe! Das ist mein Ende! Mein Gott, Hilfe! Mit die Arznei! Du Bastard! Abby! Nimm die Arznei! Oder was ist das denn dahin? Das ist der herrliche Herbert! Der herrliche Herbert ist nur da! Ich kack da ab, Digga! Das ist mein Ende, das ist mein Ende. Das ist krass, ich schaff meine Mutter, es ist zu krass, ich kann nicht mehr. Das war's, ja! Bitte renn! Einfach nur... Oh mein Gott, das ist der riesige Einer! Hilfe! Hilfe! Spring da rein! Oh mein Gott! Ich kann das nicht mehr! Bitte! Wann hört das denn auf? Oh. Was ist das denn? Oh mein Gott! Nein! Ich hab's geschafft! Das ist der von Harry Potter! Centaurus! Bitte verpiss dich, Alter, ist das... Der haarige Herbert! Alter, wisst ihr, wie krank das aussieht? Ich schärf meine Mutter, ich hab sowas noch nie gesehen.
Was willst du? Geisteskrank, ich bin am Schwitzen, unter den Eiern, überall. Ey, wie habe ich das geschafft zu überleben, Alter? Wie habe ich das geschafft? Wer ist das denn da hinten jetzt? Halt, warten! Ist das nicht Mama Bakan? Mama Wamba oder wie die heißt? Samba Wamba? Ich Wambo, du Wambo, er sie es Wambo? Komm! Geh mal weiter zu Mama Wambo. Ich Wambo, du Wambo, RCS Wambo, wir alle Wambo. Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Mama Wamba! Gefährlich. Lass zum. Nein, guck mich nicht an, guck mich nicht an. Guck mich nicht an! Sie sind es. Der Vater des... Alter, das ist so krank, die ist direkt Moment, von... Meinen Sie Rose? Oh mein Gott, die ist direkt von meiner Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, Miranda! Macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein, halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Ach, alleine, du Miststück! Nach Rose suchen? Boah, Junge, Alter, ich bin am Ende, Digga. Das war grad zu viel, Freunde. Ich mein's ernst, das war echt zu viel. Das war einer zu viel gerade, diese Stelle, ne? Ah, da muss ich noch das machen, Alter. Das habe ich vergessen. Ich finde, mir läuft der Schweiß an der Backe runter, ne? Das ist zu krank. Aber ey, Leute, das nervt mich so sehr. Ich weiß nicht, wie ich meine verdammte Scheiß-Arznei nehme. Egal, wir sind jetzt hier am Platz. Wo müssen wir jetzt lang? Ist das da dieser eine Verkäufer? Was ist das denn hier? Ey, das ist Cristiano! Was? Kann man nochmal lesen hier, Chat? Ach so. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge den Zorn Mutter Mirandas erteilen. Was, Miranda? Komm her! Ich hab deine Ziege kaputt gemacht! Ziege! Ziege! Das nervt mich so sehr, dass ich das die ganze Zeit halten muss. Das ist so kacke. Ich muss die ganze Zeit diesen Knopf halten, wenn ich die Waffe nehmen will. Ah, ich erinnere mich noch hier dran. Hier brauchen wir diese Gesichter, damit die Türe aufgeht. Wir brauchen zwei. Hier geht's wohl zum Schloss. Und ich glaube, wir haben einmal hier diesen Weg. Und wir haben da diesen Weg. Wir müssen uns mal umgucken. Ja. Komm, jetzt mal. Also, wir haben hier verschiedene Wege. Ist das ein Labyrinth? Ein Labyrinth? Hund gerade bellen gehört, ihr auch? Oh mein Gott, Digga, diese Scheißtüre! Ist da oben auch weiter? Was ist denn? Ah, hier braucht man wieder diese verschiedenen Schlüssel, ne? Oder wie war das noch? Oh mein Gott! Kennt ihr noch dieses Baby da oben? Scheiße! Okay, also wir brauchen jetzt irgendwie diese Sachen, damit sich die Türen öffnen. Das heißt, wir müssen verschiedenste Wege gehen. Das? Jungfrau. Oh mein Gott! Das ist Teil. Das war das erste, ne? Sieht das krank aus hier, Alter, wirklich. Dahinter ist jemand hinter der Tür. Ich sehe irgendwas. Oh mein Gott! Ich hab eine Waffe. Wo ist die? Oh, Chat. Speichern, bitte, speichern. Bitte, ich hoffe, es funktioniert. Bitte, speichern. Ja.
Ja, eigentlich müssen wir jetzt beenden, Freunde. Ich sag euch ehrlich. Okay. So, wo sind wir gerade hergekommen? Das sieht alles irgendwie gleich aus. Was ist denn das da, Alter? Okay, eins haben wir auf jeden Fall. Das können wir da schon mal reinstecken. So, das müsste ja jetzt gehen, oder? Theoretisch. Ja, tu rein. Sieht aus... Ja, tu rein! Ey. Ey. Ah. Hä? Ich hab das auch in meiner Hand. Tu rein! Ey, wo bin ich jetzt hier überhaupt? Alter. So. Da muss man noch drehen oder so, ne? Ja, rein mathematisch gesehen müsste es war nein und stopp, stopp. Nein! Bisschen, bisschen. Nein! Bisschen. Stopp! Aha. Okay, das erste haben wir. So, jetzt brauchen wir das zweite. Da hinten ging es ja auch noch weiter. Komm, wir räumen ein bisschen das Dorf hier auf. Hey, komm her, ihr Schweine. Meine Waffe. Das ist meine Waffe. Ching, ching. Müssen wir hier lang? Hier waren wir noch nicht, oder? Oben ist auch wieder so eine Türe, die sich aber nur öffnen lässt, indem man den gewissen Schlüssel dafür hat. Und diesen Schlüssel habe ich nicht. Was ist da? Ach so. Irgendetwas fehlt. Ah, okay, brauchen wir irgendwie dieses Ding zum Kurbeln. Die Kurbel brauchen wir. Dann können wir das Ganze hier hochkurbeln. Es sind mir zu viele Gebüsche. Da ist was im Gebüsch. Oh mein Gott, Digga. Das sieht gerade echt krank aus hier, ne? Ohne Scheiß. Ah! Was war das denn? Da rechts, da rechts. Nein, 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 die kommen wieder, die kommen wieder, die kommen wieder. Nein, 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 nein. Ich schwöre, da war einer, da war einer. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Ich habe so ein Herzrad, das ist wirklich krass. Das ist krasser als Achterbahnfahren. Man braucht echt Eier dafür, komm. Nein, nein, nein. Guck mal, Gebüsch! Was ist das im Gebüsch? Bitte, oh Gott, nein, nein, ich muss zurück, bitte geh zurück, jetzt lauf, 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 Hilfe! Nein, ich kann das nicht mit diesen Gebüschfreunden. Mit Gebüsch kann ich das nicht. Wenn die mich doch aus dem Gebüsch anspringen, dann falle ich irgendwie rückwärts hier hin. Ich weiß aber nicht, wohin. Ich muss das die ganze Zeit halten, ne? Das ist so ekelhaft. Guck mal, wie meine Hände zittern. Ab nach. Guck mal hier, ich mach den hier. Komm her. Komm her. Komm, komm. Oh Gott. Seht ihr diese Gebüsche? Ey Mann, jetzt ist der Moment, ich trau mich einfach nicht, sag ich ehrlich. Was ist das? Schießpulver. Was soll ich denn machen, Leute? Ich muss hier irgendwas machen, Leute, sag ich ehrlich. Ich muss hier irgendwas machen, Alter. Weiß aber nicht was. Wir müssen da auf jeden Fall irgendwie hoch, 100%. Es ist der Weg. Der Weg der Verdammnis. Meint ihr, ich treffe? Die atmen doch hier, das ist doch Atmung. Das macht gar keinen Sinn, ich treffe doch. Das ist so krank, Digga, einfach Munition verschwendet. Egal, fickt euch alle, komm her. Komm her, ich mach jetzt so mit dir, ich mach so, ich seh dich doch. Was versteckst du dich, du Schwanz, hä? Spring. Spring, du Hundesohn, spring jetzt. Das war's, das ist mein Ende, ja, ich dreh mich nicht um, das ist mein Ende. Ja, das ist mein Ende. Ich hab da auf den geballert. Ich hab da auf den geballert. Ich hab keine Munition mehr. Ne? Ich treff den doch. Warum trifft er den nicht? Oh mein Gott, ich geh jetzt einfach in Gebüsch. Nein, jetzt kommt irgendwas von der Ecke. Nein, nein, nein. Gebüsch. Da ist was im Gebüsch. Im Busch. La Busch. Digga, ich bin in die Wahrheit!
was im Gebüsch! Da ist was im Busch! Ich gehe hier durch! Da war er! Hilfe, mach die Tür auf! Geht das auf? Mach auf! Auf! Aha! Mist! Wieso? Was war das? Wo sind die alle hin? Schließen Sie die Tür. Wer ist das? Bitte. Hey, was geht ab, Alter? Bitte helf mir, bitte. Shaya! Was machst du hier? Shaya! Shaya! Stehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bitte, tun Sie uns nichts. Oh. Keine Sorge. Ich tue ich komme in Frieden! Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Wo bin ich? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Freunde, wo bin ich hier? In meinem Zimmer, Alter. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Hey, wo bin ich hier? Nein. Was ist das hier? Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, ist das mein Fenster, Digga? Ich finde. Mein Fenster, Digga. Mach mal zu. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Das ist einfach mein Fenster gewesen, Alter. Ist das krank, Alter. Gib mal dein Messer, bitte. Und jetzt muss ich wieder den Lebensretter hier spielen, oder was? Die Frage ist aber, ich brauche Arznei. Einfach Toiletten-Dixi-Klo. Glaubt ihr mir, wenn ich hier drinne bin, ich hätte wirklich gerade Bock zu scheißen, Alter. Wirklich, also ich wusste eigentlich wirklich gerade. Das fühlt sich, das Gehirn denkt wirklich, das wäre jetzt eine Toilette. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo auf dem Weg zur Toilette seid und dann automatisch schon mal vorbereitet von innen? Komm ich wieder, mach die Tür auf! Ey, okay, wir müssen auf jeden Fall in dieses Haus da rein. So. Hasta la vista, baby. Oh mein Gott, erstmal, was steht da? Erstmal die? Was stand da? Erstmal die? Was erstmal die? So, wir müssen das hier aufmachen. Für Luisa und ihren Vater. Kommt, alles gut. Los, schnell! Da hinten kommen die schon, ne? Da hinten kommen die, ich schwöre, da hinten kommen die. Wurde aber auch Zeit. Ja, es tut mir leid, sag doch direkt, ich soll die Tür aufmachen, Alter. Ich bin hier die ganze Zeit am Rätseln. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Ja, bestimmt, Alter. Ich geh mal weg von der Tür. Geh! Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Das ist wegen meinem Baby. Wir müssen ins Haus. Hallo? Jemand da? Ja, wahrscheinlich ist da jemand, du Vollidiot. Warte, lass mich versuchen. Ach Gott. Luisa! Mach auf, ich bin's, Elena! Oh mein Gott, da kommt ein Schwanz! Was ist das denn? Sei still! So. Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Oh mein Gott! Du bist mein Freund! Alter, das ist da wirklich krank! Vater, um Himmels Willen, lass uns rein! Nein, sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf, die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch, kommt. Ich möchte auch rein. Ich will auch rein. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein. Heidi Belt, nein. Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh. Hat's geklingelt? Heidi ist gerade laut, ich muss rüber. Die Lampe hat geleuchtet. Also immer, wenn jemand bei mir klingelt, meine Lampe leuchtet. Die Lampe war am Leuchten gerade, aber da stand keiner mehr. Ach Gott, da hat wirklich jemand geklingelt gerade. Aber wer hat da geklingelt? Das fuckt mich ab gerade, Mann. Ich spiele noch ein paar Minuten, okay, Chat? Ich werde versuchen, jetzt nicht mehr zu schreien. Challenge ist, werde ich noch mal schreien. Okay, weiter geht's. Nachbar, oh mein Gott, Digga, chill! Ich hab nichts gemacht. Tja, wenn Elena dir vertraut, vertrauen wir dir auch. Dann tue ich es auch. Schön. Komm rein, Ethan. War dein größter Fehler. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Geil, das kann ich ja speichern und beenden eigentlich, oder? Seid ihr sicherlich alle stolz auf mich, dass ich so weit gespielt habe. Was ist das denn für ein Harry Potter Buch?
Buch. Hier lang. Junge, das sieht aus wie das Haus von Resident Evil 7, Alter. Wo jetzt, wisst ihr noch, rechts? Und dann haut der Vater die Tür hier auf. Wisst ihr noch die Stelle, wer kennt die? Wo der Vater hier die Wand draufreißt und immer vor dir steht. Komm rein, die anderen. Alter, wo das ist einfach Hausparty. Es geht ab, Leute, das soll werden hier. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um. Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Alter. Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Was deine Rede? Genau, ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Alter. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja klar. Jetzt ist Mut angetrunken. Komm, eins gegen eins. Sag mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Wegen Rose, wegen meiner und Tochter. Sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Oh, oh. Irgendwo. Oh, oh. Er geht Hilfe holen. Oh, nein. Ja, oh, nein. Ja, das... Warum geht er alleine? Er geht Hilfe holen. Ja, alleine geht er Hilfe holen. Alles klar. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her. Ja, man denkt wirklich, die hält meine Hand. Das fühlt sich so komisch an. Oh, Allmächtige, hört unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht. Reicht! Erbringe ihr unser Opfer. In Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod. Reisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm her. Weiß doch den Tee, bring mal was zu trinken. Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und Bosheit. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz. Wie sie uns beschützt. Leonardo, was ist? Ach, geht es dir gut? Er verwandelt sich. Oh mein Gott. Alter! Alter! Oh mein Gott! Oh, oh, Alter, Spider-Man! Alter, Spider-Man! Was? Nein, lass mich los! Geh weg! Oh, geh weg, geh weg! Bitte, bitte, geh, geh! Nein, er wird uns töten! Mach die Tür auf! Du dumme Kuh! Mach die Tür auf, bitte! Du dumme... Was soll ich denn tun? Schlag den, bis er... Schlag den! Halt einfach mit Popcorn, schlag! Ich sagte aufhören! Scheiße, oder du bist einfach zu Spider-Man! Es tut mir leid, Vater. Hey. Er war nicht er selbst. Das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Er wieder auf. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Mann! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Bitte lass mich Auto fahren! Funktioniert das Auto? Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden! Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide.
Geil, Digga, jetzt fahr ich Auto, oder was? Wir müssen hier raus. Aus dem Haus entkommen. Boah, geil, also jetzt Auto, Nähmaschine, Bohrmaschine. Wir gucken erstmal hier ein bisschen, was hier abgeht. Bevor wir jetzt hier wieder irgendwas vergessen oder so. Nichts drin, ne? Auch nichts drin. Hier was? Ne. Ist hier was? Ne? Küche? Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Ah, der Dietrich. Ah, guck mal, hier haben wir noch 500 Lel. LOL. 500 Lel. 500 LOL. Boah, einfach komplette Weinkeller haben die hier gehabt. Richtig stabil, ey. Das Taschenlampe kann ich nehmen, ne? Wo ist die Frage ist, wo ist der Schlüsselanhänger, Leute? Aber das Lustige ist, die Flamme geht nur bis dahin, aber weiter geht sie nicht. Da hat sie aufgehört. Auf einmal. Eine Barriere. Hier vielleicht. Aha. Junge, dieser verfickte Soundeffekt. Ah, okay. Den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Der ist ja da drin, ja, warte. Ja. Okay. Jetzt passiert was. Immer wenn man was findet, passiert was. Guck jetzt. Jetzt kommt der Vater wieder aus den Flammen. Pisser, wo ist der? Was? Mist, das Feuer breitet sich aus. Naja, lass mich jetzt mal fahren, Alter. Ich hab gute Fahrkünste aus GTA. Boah, ist das geil, Alter, dass ich jetzt im Auto sitze. Hier rüber. Ey, wie geil! Das ist wie ein Buslenkrad. Okay, wo lang fahren wir? Gas geben mit R2. Der dumm, Alter, du Vollidiot! Was? Digga, ist der irgendwie dumm, was macht? Ist das sein voller? Ich bin alles in Ordnung? Ist der irgendwie dumm? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer! Wir haben keine Zeit! Nach oben. Also sowas Dummes habe ich auch noch nicht erlebt, ne? Komm hoch. Sowas Dummes, der fährt einfach mit Auto gegen Wand. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Weiter geht's. Nett von dir. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Ich sag euch ehrlich, ne? Wenn man zu zweit in einem Horrorspiel ist, das fühlt sich irgendwie auch in-game geiler an. Du hast jemanden, der bei dir ist. Du fühlst dich nicht so alleine. Das ist ja eigentlich nur... Halt. Komm, es hält. Ich hab runter, ne? Geil, das aus. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Was ist der Weg? Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, dann rennen wir weg. Sag doch sowas nicht. Sag doch sowas nicht. Ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein. Dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Nein. Nein, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Nein. Oh mein Gott. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh, geh zurück, Ethan. Nicht bewegen. Ethan, geh zurück. Scheiß auf sie. Scheiß auf sie. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand. Oh mein Gott, Ding. Scheiße, nein. Oh mein Gott. Ich sag grad noch, ey, ich freue mich hier zu zweit mit jemandem zu spielen. Wieso müssen alle sterben? Ich weiß es nicht. Das ist einfach nicht fair. Echt nicht fair, also immer. Leben geht weiter, also ich meine, du lebst doch noch. Ich versteh's nicht. Speichert mal, ey.
Ich kann nicht mehr, ehrlich. Meine Damen und Herren, das war's von der nächsten Resident Evil Folge. Lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Wir sehen uns vielleicht bei der nächsten Folge wieder, die diesmal hoffentlich früher kommen wird. Vielleicht schafft ihr die 10.000 Likes. Abonniert, kommt auf Twitch vorbei. Das war's an der Stelle von Folge Nummer 2. Wir sehen uns im Schloss wieder. Ciao. Leute, man kann nicht die ganze Zeit zocken. Es geht nicht. Es geht nicht. Ihr verbrennt so viel. Also wer abnehmen will von euch, der sollte hier spielen. Holt euch die Brille. Das Beste braucht ihr nicht. Braucht zu Hause nicht diese Stepper-Mapper. Geht einfach in die VR-Brille Resident Evil rein. Wird ihr eigentlich übel davon. Ja, ich bin jetzt gerade ehrlich zu euch. Also gerade ist mir echt ein bisschen schwindelig. Also steht auch extra drin, man soll nicht länger als eine Stunde maximal zocken. Beziehungsweise auch Pause dazwischen machen. Und deswegen können wir das immer nur wirklich eine Stunde zocken. Ja? Und das reicht ja auch für eine Folge. Wir können das machen, dass es einmal die Woche kommt.